Die Playstyle-Einrichtung. Um die Verbindung zwischen iGroupware und der Playstyle-Telefonanlage einzurichten, klicken Sie innerhalb der Administration auf den Menüpunkt Anwendungen und dann auf EPL-Funktionen und auf CTI-Telefonintegration. Durch den neuen Integrationsassistenten geht die Einrichtung ganz leicht. Wählen Sie das entsprechende Telefonsystem, in unserem Fall Playstyle, aus. Tragen Sie hier Ihre Zugangsdaten, bestehend aus Ihrem Benutzernamen und dem dazugehörigen Passwort Ihrer Playstyle-Telefonanlage ein. Danach wird mit dem Klick auf Playstyle Integration automatisch die Verbindung der beiden Systeme hergestellt und die entsprechenden Keys und das sichere Geheimnis erstellt. Sie sehen, dass sowohl der API-Key als auch das sichere Geheimnis erstellt wurde. Diese Daten werden benötigt, um das Anrufen per Klick aus dem Adressbuch zu ermöglichen. Eingehende Anrufe werden jetzt genauso wie Anruflisten angezeigt. Zusätzlich können Sie eine bestimmte Durchwahl an eine Gruppe vergeben und einstellen, ob die CRM-Ansicht bei einem eingehenden Anruf geöffnet werden soll. Des Weiteren können Sie auch Kategorien einstellen, unter denen Ihre verpassten Anrufe im Kalender angezeigt werden. Im nächsten Schritt übertragen wir noch die Benutzer zur Telefonanlage. Dieser Schritt ist für alle Benutzer notwendig, die auch per Telefon erreichbar sein sollen. Es ist nicht nötig, dass Sie die Benutzer selbst in der Telefonsoftware anlegen. Gerade bei einer größeren Anzahl an Benutzern würde dieser Weg sonst sehr aufwendig sein. Deshalb haben wir für diese den Export der Benutzer in das Telefonsystem sehr erleichtert. Um die Benutzer zu erstellen, wechseln wir zu den Benutzerkonten in der iGroupware-Administration. Wählen Sie jetzt einen oder mehrere Benutzer aus, für die Sie ein Telefon erstellen möchten. Mit einem Rechtsklick öffnet sich das Kontextmenü. Klicken Sie auf Playstyle Benutzer oder Telefon hinzufügen. Danach öffnet sich ein neues Fenster. Sie können jetzt einstellen, welche Telefonnummer bzw. Durchwahl verwendet wird und ob diese auch im Telefonbuch angepasst werden soll. Sie können den Typ des Telefons wählen. Dabei können Sie zwischen Standard und BLF wählen. BFL steht für Besetzlampenfeld. Das sind die Telefone, die anzeigen, ob der Kollege gerade telefoniert. Wenn Sie kein solches Telefon verwenden, wählen Sie Standard. Falls Sie mehrere Benutzer ausgewählt haben, erhalten Sie für jeden Benutzer eine eigene Zeile. Dort können Sie die entsprechende Durchwahl eintragen. Falls Sie ein Hardware-Telefon für Ihre Benutzer vorgesehen haben, können Sie direkt die MAC-Adresse des Telefons in die Konfiguration eintragen. Diese Konfiguration können auch später sowohl in iGroupware als auch in der Playstyle Administration anpassen. Sobald Sie auf Hinzufügen klicken, werden die Benutzer, Telefone und die entsprechenden VoIP-Ziele angelegt. Um sich die Ergebnisse Ihrer Konfiguration anzusehen, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an der Playstyle-Oberfläche anzumelden. Hier sehen Sie dann die angelegten Mitarbeiter und Telefone. Als Beispiel hatte ich zuvor den Ralf Becker schon angelegt. Wir sehen hier, dass er ein Besetzlampentelefon verwendet und welche MAC-Adresse eingetragen wurde.